So, meine Lieben, ich sitze hier so vorm Flugloch des Blätterstockvolkes und hier muss ich richtig schwer beladene Bienen beobachten. Schaut mal, wie schwer beladen die Bienen hier nach Hause kommen. Von daher gilt jetzt, gerade bei kleinräumigeren Völkern, achtet aufs Futter. Achtet vor allem auf eine Überfütterung. Die Völker sind ja alle komplett aufgefüttert hier. Und wie wir sehen, kommen die Bienen schwerbeladen zurück, vollgefüllt mit praller Honigblase. Wahrscheinlich Nektar von Phacelia und anderer Gründüngung hier. Daher müssen wir darauf achten, dass die Völker jetzt nicht verhonigen. Das ist tatsächlich so. Ganz wichtig. Daher haben auch heute meine Mini-Plus-Völker, meine beiden, eine weitere Zarge bekommen, nämlich die zweitunterste. Die wurde eingezogen. Da sind jeweils 6 ausgebaute Waben drin, die schon einmal bebrütet waren. Schön hellbraun ausgebaute Leerwaben. Teilweise noch mit ein bisschen Pollen drin, aber auch hier sehen wir ganz schwer beladene Arbeiterinnen, die zurückkommen. Teilweise mit dunkelblauem Pollen, das ist ein eindeutiges Zeichen für Phacelia-Nektareintrag. Ja, und damit die Völker komplett nicht komplett verhonigen hier, wie gesagt, jeweils eine Zarge eingezogen mit 6 ausgebauten Leerwaben. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag bei euren Bienen. Wir haben hier 13, 14, 15 Grad vielleicht in der Spitze. Aber die Bienen sind aktiv in der Phacelia und in der Gründüngung hier der landwirtschaftlichen Flächen. Und die Bienen, die kommen schwer beladen zurück. Jo, sehen wir auch hier. Ja, Wahnsinn. So, tschüss.